Freitag, 20. Juli, Rostocker Barocksaal. Rund 150 junge Azubis aus den verschiedenen Fachbereichen der Gesundheitsbranche erhalten hier feierlich ihre Abschlusszeugnisse. Sie alle haben den Ausbildungsweg erfolgreich beendet und sind nun qualifiziert, ins Berufsleben zu starten. Gerade in Mecklenburg-Vorpommern herrscht nach wie vor ein Mangel an Fachkräften in den Bereichen der Pflege. Die Chancen stehen also gut, eine Stelle im Bundesland zu erhalten. Mit auf den Weg würde ich Ihnen geben, dass Sie das, was Sie bei uns gelernt haben, dass Sie das anwenden, dass Sie Empathie für Ihre Patienten haben, dass Sie in ein Team kommen, welches für Sie da ist, welches Sie gut als Neueinsteiger aufnimmt und dass Sie in dem Beruf, den Sie hier erlernt haben, wirklich auch glücklich werden und auch Ihre weitere berufliche Zukunft in diesem Beruf sehen. Pflegekräfte werden beispielsweise gesucht, aber auch Hebammen. Und ich hoffe, dass alle hier den Beruf erlernt haben, den Sie sich erträumt haben und dass die nächsten 20, 30, 40 Jahre auch in diesem Beruf dann die Erfüllung finden, die Sie sich mal vorgestellt haben. Für die Lehrlinge des Klinikums Südstadt Rostock zum Beispiel gilt dabei eine zusätzliche Erleichterung. Alle erfolgreichen Absolventen ihres Hauses haben die Möglichkeit, übernommen zu werden und in der bereits bekannten Umgebung Karriere zu machen. Für das Klinikum Südstadt, das ist ja ein Ausbildungsträger, die Universität hat hier noch Absolventen mit in diesen Kursen, die Bottenklinik Ribnitz und das Kreiskrankenhaus Doberan. Aber fürs Klinikum Südstadt kann ich sagen, dass wir die Absolventen, die sich bei uns beworben haben, auch übernehmen werden. Ich hätte mir auch noch ein paar Absolventen mehr gewünscht, zum Beispiel bei den Hebammen. Da werden wir 2 Hebammen übernehmen in unseren Kreißsaal. Die Bereiche der Gesundheitsbranche bieten Ausbildungen und Berufe mit Zukunft. Derzeit gibt es in MV ca. 700 offene Stellen, die auf Fachkräfte aus dem ganzen Land warten. Und während sich die diesjährigen Absolventen um einen Arbeitsplatz bewerben, läuft bereits die Ausschreibung für den Start ins kommende Ausbildungsjahr.